Redman, was soll das? Nein. The hero. Dann isst du halt jetzt erstmal was. Bruno, nerv nicht. Du bist auch super kaputt, du gehst schlafen. So, würdest du ihn jetzt da reinbringen oder funktioniert das schon wieder nicht? Ja, nicht das erste Mal. So, dann kannst du bitte etwas zu essen machen. Weil da ist nichts mehr da. Fischtacos. Fischtacos klingt doch gut. So. Redman isst. Du machst brav Hausaufgaben, das ist auch super. Läuft doch alles. Okay, Redman fuchtelt erstmal schön in seinem Joghurt rum. Statt ihn zu essen, warum nicht? Und schmeißt ihn auf den Boden. Tja, das war's, Redman. Dann gibt's nichts mehr zu essen. Ran macht Hausaufgaben fertig, das ist auch gut. Rotzbengel. Ja, das bist typisch du. Guck mal, jetzt sitzt er da. Also muss man essen. Typisch ich. Warum hebt sie ihn jetzt schon wieder hoch? So, Redman geht jetzt aufs Klo. Das ist schon mal nicht verkehrt. Du könntest jetzt auch mal was essen. Das ist auch nicht so schlecht. Warum hast du das im Inventar? Das ist doch so auch nicht. Also irgendwie hängt das Spiel mal wieder etwas hinterher. Jetzt ist es drin. So, Redman ist da brav auf dem Klo. Das ist gut. Wie schaut das bei Hilorian aus? Ist er relativ fit jetzt, dass er noch Hausaufgaben machen kann? Steh mal bitte wieder auf. Genug geschlafen. Denn auch du hast deine Hausaufgaben noch zu erfüllen. Wie ist das bei Ranma? Ranma zeichnet noch. Wie viele Bilder muss er denn malen? Zwei. So, wieder da. Was ist mit deinem Kopf passiert? Ich habe einen Zap bekommen. Hilorian ist jetzt wählerisch beim Essen. Das ist natürlich richtig kacke. Aber Chica, das bist du. Du bist unser neuer Familienzuwachs. So, was macht Redman denn schon wieder für dummes Zeug? Was ist da los? Du sollst schlafen. Vorher musst du eigentlich aufs Klo. Wo bist du überhaupt? Redman! Wo bist du? Du musst nach unten und aufs Klo. Wo auch immer du bist. Und dann kannst du schlafen. So, und du stehst da planlos rum. Kümmere dich doch mal um Chica. Das wäre vielleicht viel sinnvoller. So. Danke, Schublade, fürs Folgen. Sehr, sehr lieb von dir. Und der Bot rastet wieder aus, ja. Da ist ihm zu viel Action heute. So, da kommt Redman. Gehst du jetzt bitte aufs Klo?
Sehr schön. So, was mit dem Rest hier? Du bist schon wieder am Bett. Warum? Hast du deine Hausaufgaben jetzt gemacht? Wahrscheinlich nämlich nicht. Hier, auf geht's. Sonst kommen wir ja nie voran hier. Das Gefühl, das ist das schlimmste Bestreben, das wir hätten wählen können. Du bist mittlerweile auch ganz schön kaputt, aber ich finde, du solltest noch ein Bild malen. Wobei, du musst es ja nicht unbedingt aufhängen. Kann ich das? Kann ich doch bestimmt an die Wand hängen. Huch. Na klar kann ich das. Huch, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. So, dann kannst du eigentlich noch ein Bild machen. Über Fahrzeuge. Du brauchst jetzt nicht schlafen, ist nicht. Leon sitzt immer noch vor den Hausaufgaben, so nach dem Motto, nö, nö, muss ich nicht machen. Da bekomme ich irgendwie Lust, selber zu spielen. Ja, das ist doch schön. Gerade jetzt, wo dann auch die neuen Packs wieder dazugekommen sind. Ist bestimmt einiges, was du noch nicht kennst. Außer du hast natürlich schon alle, die es bisher gab, dann nicht. So, Redman, was ist los? Gehst du jetzt bitte ins Bett? Gut. So, und du kannst das so lange schon mal aufräumen. Du machst brav die Hausaufgaben, das ist auch gut. Das Problem ist so, dass wir für dich immer noch niemanden finden, mit dem du befreundet sein kannst. Funktioniert das vielleicht doch? Warum räumst du denn schon wieder nicht auf? Nein. Mach doch, was ich dir sage. Also irgendwie spinnen die gerade schon wieder rum. Da kannst du sagen, was du willst. Also der ist noch am Malen, das ist auch okay. Ja, dann darfst du meinetwegen auch ein Nickerchen machen. Warum machst du nicht einfach das Klo sauber? Was ist denn daran so schwer? Ich hatte tatsächlich schon alle alten Sims-Spiele. Das mit den Tieren ist allerdings das Beste. Das stimmt. Das sehe ich auch so. Und das kommt ja jetzt dann auch als DLC noch dazu. Am 10. Ja, am 10. Das werde ich mir auch auf jeden Fall noch holen. Dann können wir hier noch ein kleines Haustier hinzufügen. Ob das so gut ist bei so vielen Kindern, ist die andere Frage. Aber das können wir auf jeden Fall dann noch machen. Zwei Bilder zeichnen inspiriert. Das habe ich natürlich nicht gelesen. Dann solltest du nachdenklich duschen. Das wird dann das Einfachste sein. Aber du kannst dann auch erstmal ins Bett gehen. Und Vladislaus ist wieder da. Söhchen. Kannst du eigentlich noch mal was futtern? Und du bist jetzt baden gegangen. Warum das denn? Vor allem steht da, du trinkst gerade was. Du bist tatsächlich mit dem Glas Wasser in die Badewanne gegangen? Okay, ja. Wegen mir? Das Gefühl, sie hat gerade auch keine Lust zu tun, was ich ihr sage. Eieiei. Ich wollte doch nur Hilorions Bestreben vollenden. Aber das wird wohl nichts. Wie lange brauchst du denn noch? So, du bist im Bett, das ist gut. Warum schläfst du eigentlich nicht richtig? Das wäre doch viel schöner. Du brauchst jetzt auch nicht klettern gehen. Geh mal schlafen. Natürlich ist Redman wieder wach. Du müsstest doch mittlerweile relativ fit sein. Dann kümmer du dich doch mal eben um Chica. Und wir ziehen Redman was aus dem Kühlschrank. Dann kann er noch was essen. Hier, ein halbes Sandwich. Ja, rast aus, Redman, ist okay. Hier, ess ein Schinken-Käse-Sandwich. Aber er setzt sich auch immer erst dahin. So muss das sein. So, du müsstest eigentlich mal aufs Klo. Ich bin natürlich der Rebell in der Familie.
Ja, immer am Schreien. Jetzt ist er auch schon wieder krank. Was ist hier los? Alle 5 Minuten sind die krank. Kinder machen krank. Ganz offensichtlich. Jetzt hätten wir so viel Geld, ständig Kohle dafür auszugeben. So, hier, Medizin. Auf geht's. Schaut's bei dir aus, du könntest schlafen gehen. Du bist nämlich ganz schön durch. So, was mit Redman? Redman rastet wieder aus, geh ins Bett. Gut ist. So. Kannst du meinetwegen auch noch eben was essen, wenn du eh schon wach bist? Wieso bist du wieder wach? Da ist ein Monster unter deinem Bett. Das ist natürlich dumm. Mensch, da wohnt was unter Ranmas Bett. Das ist natürlich bitter. Müssen wir das Bett wohl einsprühen. Bis zum nächsten Mal, Schublade. Schön, dass du da warst. Willst du mir jetzt sagen, dass da auch was unterm Bett ist? Ja, natürlich. Dann sprühen wir doch beide Betten ein. Wenn, dann kommt ja alles auf einmal. Ja, sehr gut. Oh, jetzt ist Snow auch wach. Weil sie auf Klo muss, verstehe. Dann kann sie das eigentlich gleich machen. Einmal hier sprühen, einmal da sprühen und alles ist wieder gut. Ja, gut ist. Was du machst, ist mir gerade relativ wurscht. Du könntest eigentlich so lange was essen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Huch. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Schaut's bei dir aus. Du könntest eigentlich auch so lange was essen. Solange Mama da oben Monster bekämpft. Dann kann man das noch reparieren, wenn wir schon hier oben sind. Dachte, du sollst was essen gehen. Was ist denn daran nicht zu verstehen? Essen. Kümmerst du dich um Chica? Der schreit nämlich auch. Und Redman ist natürlich auch wach. Wenn, dann passiert alles. So, und ich sagte, du sollst schlafen. Du bist hundemüde. So, dann könnt ihr noch ein bisschen quatschen. Vielleicht werdet ihr ja dann doch mal irgendwie Freunde und es zählt. Das wäre ganz cool. Sieht aber irgendwie nicht so aus aktuell. Und das finde ich nicht so gut. Das sind die wie ist denn die Beziehung zu wie hieß er, Max? Was Max? Ist das hier Lorian? Oder ist das Ranma? Das ist hier Lorian. Die Beziehung zu Max ist ungefähr bei der Hälfte. Also zählt es nicht. Du brauchst tatsächlich fremde Kinder. Essen. Du auch. Du bist schon da. Schmutzige Windel wechseln.